So, aufgepasst. Das Ding. Oh. Das ist auch wieder so eine Konzentrationsfrage. Aber wie alles in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Ich hatte auch Bock, mal wieder in eins von den anderen Spielen noch zu... Ja, genau. Genau. Ich mache erstmal die... Oder nein, Moment. Ich mache das folgendermaßen. Also ich... Ich wechsle hier hin und her, um die Leute zu verwirren. Was mache ich denn nur als nächstes? Nein, ich mache erstmal die nächsten zwei Minispiele. Dann mache ich die anderen Minispiele zur... also hole ich die nochmal nach. Um nochmal den Superb-Rang zu bekommen. Und dann... Ja. Dann wird weitergemacht. Eins, zwei... Einziger. Und weg ist das Mädel da im Hintergrund. Einfach so in die Luft geflogen, also gestartet, wie eine Rakete. Piu! Lecker Tee. So. Das hätten wir schon mal... Oh, oh, das ist ein cooles. Das, also da mag ich auch die Musik irgendwie. Also da rede ich definitiv nicht rein, damit ich auch das nicht verhaue. Aber einfach auch, weil die Musik so cool ist. Deswegen werde ich jetzt noch so versuchen, ein, zwei Sätze aneinander zu reihen. Aber dann ist auch Schluss. Ja, es... achso, hier ist noch ein bisschen... Training. Ja, das hätte ich jetzt nicht trainieren müssen unbedingt. Das ist natürlich schon schwierig. Bomben wegtreten, der Typ ist so hardcore. Das ist nämlich Karate-Kurts Papa oder so. Und der Karate-Kurt ist der andere Typ. Okay, geht los. Ah. Achso, ich soll das einfach nur so hintereinander rein. Okay. So, und das Ganze gibt's natürlich auch mit Fässern. Ich denke, das wird jetzt geübt. Pow!
jetzt wird's noch schneller. Okay, jetzt Konzentration, volle Konzentration, keinen Fehler machen. Ja, keinen Fehler machen. Wenn ich will, dann kann ich tatsächlich. Es ist unfassbar. Ich muss mich da manchmal selber dran erinnern. Aber okay, es hat für 85% gereicht. Ah. Skill und so, ne? Okay. So, und damit wären wir auch schon beim letzten Dingsbums da angekommen. Beim letzten Remix, so, hier hatten wir wirklich alles, da wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen, weil, ja, jetzt muss ich hier wirklich nochmal zwei Level schnell mal nachmachen. Erstmal fangen wir mit dem schwereren an, meiner Meinung nach schwereren. Was auch immer da steht. Übrigens, genau, oh, das muss ich ja noch erzählen, und zwar Rhythm Heaven The Best Plus kommt unter anderem Namen, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall auch in Europa raus. Und natürlich auch in Amerika und so. Und dann dementsprechend auch in deutscher Sprache. Ja, sobald es rauskommt, wahrscheinlich irgendwann eine, weiß ich nicht, Hälfte des Jahres oder so, unbedingt holen. Ah. Ich sollte aufhören zu sprechen. Also wer Bock drauf hat, irgendwann demnächst dieses Jahr wird das noch für euch spielbar sein. Und ganz ehrlich, es ist es wert. Es macht viel Spaß und bietet auch mehr Content als nur diese einzelnen Level. Beziehungsweise es gibt dann noch Herausforderungen. Ich hab Quatsch, Entschuldigung. Sollte nicht die Hand von da wegnehmen, wo ich... Ist ja auch egal, womit ich spiele. Reicht's wirklich? Ich habe wieder ein bisschen Mist gebaut an manchen Stellen. Aber der Bär wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr das Problem. Oh Mann. Stimmt, das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Er frisst und frisst und frisst und jetzt weint sie. Oh, die Arme. Bitte, bitte, lass das noch funktioniert haben. Bitte, bitte. Ich weiß, so ein Fehler am Ende kann da, glaube ich, ganz schön Wertung kosten, weil das sich irgendwie ganz merkwürdig berechnet. Also wenn man die am Anfang macht, ganz viele und am Ende... Ist egal. Ich erkläre das Prinzip jetzt nicht. Ich muss nicht, weil ich hab's bestanden. Oh, eine Brillensonne. Eine Sonne mit Sonnenbrille. Macht das überhaupt Sinn? Kann eine Sonne sich selbst sehen oder ist da noch eine andere Sonne, die sie blenden könnte? Oder... Kann die Helligkeit der Sonne von der Sonne... ja, wenn man einen Spiegel davor hält. Oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Yeah,
Oh, klapp, klapp. Doki, doki, doki. Hey, 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 hey. Shikamane, shikamane. Hey. Wie ging denn die englische Version von dem eigentlich? Aber ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Japanisch ist sowieso besser. Oh. Oh. Hey, die hatten gerade Leuchtschwerter. Ne, hi. Ne, ne, so, jetzt habe ich es definitiv geschafft. Das könnte sogar knapp über die 90 gekommen sein, wenn ich richtig gut war. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele perfekte Hits hinbekommen und ja, das lässt sich eigentlich schwierig abschätzen. Aber es waren nur 86. Okay, nichts mit 90. Yay. Okay. So, damit hätten wir jetzt überall ein Superb, bis auf das letzte, wo ich jetzt auch die Klappe schön halten werde. Das Spiel macht sich eigentlich gar nicht für einen Let's Play, aber gut, das ist eine andere Geschichte. So. Dazu hab ich leider keinen Text parat.
Das letzte Ding, das war echt, also, nee, dieser Remix ist, nee, einfach nee, das wird nix. Oh, 82. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, weil so ging, also, ich weiß, ich habe den, schon ganz oft versucht, perfekt hinzukriegen. Und ich bin ehrlich gesagt nie so bis über ein Dreiviertel gekommen, bevor es nicht irgendwo aufgehört hat. Okay, also jetzt kommt dieses große Killer-Afro-Bären-Muttertier und es redet mit ihm und er weint, weil sie hat ihn beleidigt und dann steht er seinen eigenen Mann und tötet sie, um seinen Stolz zu wahren. Nein, ich glaube eigentlich, er hat seine Mami gefunden und die hat er die ganze Zeit gesucht, obwohl er gar nicht wusste, dass er sie gesucht hat und keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall wissen, wenn die Lokalisierung da ist. Und BÄM! Das Ding ist zu Gold geworden und will ihn nicht mehr töten, was auch immer vorher war. Wahrscheinlich wollte es ihn töten und weil es sind ja alles Killer-Afro-Bären und jetzt sind das alles Glücks-Afro-Bärchis. Und jetzt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt fühlt er sich verarscht und können wir jetzt bitte weitermachen, bitte weiter und mir schläft bald der Daumen ein vom vielen Klicken und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt nämlich endlich bei einer Wolke angekommen, in der Text steht. Du hast einen Freund in mir. Nein, das war ein anderes Lied. Okay, wir sind wohl am Ende angekommen von dem Ganzen. Und ja. The End. Yay! Und was passiert jetzt? Hey, du da! Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei, weißt du. Du kannst noch viel erleben. Und du wirst auch viel erleben müssen. Denn sonst zerstört sich dieses Spiel von selbst und dich gleich mit. So, aber erstmal sehen wir wohl eine Art Abspann, wo alle Bongs rauchen und dabei daraus Blasen machen. Ja, Blubberbongs. Und da kommen einmal Karate-Code und einmal Roboter, Boboter. Dann kommen unsere Helden aus dem Flugzeug und die anderen. Und dann die Zwiebel und die drei Dings. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Münzen, natürlich. Münzen, Geld, klar. Unsere Afro-Bärchis, das Kampfschiff, die Bakterien, Space Pirates, was auch immer. Oh, das Mädchen aus dem Baseballschläger-Ding. Der Professor mit seinen anderen Bakterien, die auch tödlich sind. Geister, Tennis. Tischtennisspieler, Robben, die aussehen wie die Geister und Katzen und Maler und Enten und der komische Samurai. Eine Ente in einem Auto, ja, das hatten ein Gockel in einem Auto, das hatten wir auch, ja. Der Baseballspieler und, also der andere Baseballspieler und dann haben wir da die zwei, ich komme gar nicht mit, so schnell geht das. Ich wünschte, ich könnte es lesen, aber Moment, was ist denn nun los? Ach, nochmal Karate Code, aber diesmal in anderer Version, in Version Nummer 2, genauso wie diese beiden
Blasen. Bienchen, nochmal eine Zwiebel, nochmal die drei Gesangseinheiten da. Box, Blocks, Auto, Geländewagen, Hammer, was auch immer. Was auch Ammer. Nein, noch ein Kampfschiff, noch mehr Bakterien, ein Alien, eine Orange. Oh, der eine da, oder nee, so langsam. Also nein, der seht mal unten auf dem unteren Bildschirm, der eine gelbe, der ist schon so zugedröhnt, dass er eingeschlafen ist. Oh Mann. Und die anderen, die machen noch weiter. Die kennen da kein Erbarm. So, dann haben wir hier noch eine Schere. Aha. Und ein Kamm war da übrigens auch. Und dann haben wir da unseren singenden Frosch, unseren tanzenden Frankensteins Monster verschnitt. Und den Wrestler, den hatten wir da auch gerade noch. Kameramann. Oh, das Schlaflied, das fand ich schön. Okay, da haben wir unseren Munchie Monk, so heißt der zumindest in der englischen Version. Dann haben wir hier Hip und Hop, Hip und Wupp, keine Ahnung wie die nochmal hießen. Die drei Katzen, auch die sind auch süß gewesen. Den Typen, der auf den Kopf bekommen hat. Unsere Gesangstüte da, die da gerade rechts war. Eine Sonne, natürlich. Und dann kam da, glaube ich, noch irgendwo ein Mond, aber noch nicht jetzt. Ja, halt diese ganzen... Hier kommen jetzt noch mal ein paar Sprite-Veränderungen, Sprite-Mods von bereits gezeigten. Da haben wir Karate-Kurz Daddy. Oder Opa. Onkel. Steuerberater. Es klingelt hier übrigens ein Telefon. Ich hoffe, es ist nicht für mich. Ich gehe da gleich ran. Na, ich gehe ja ran.